Hi, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren närrischen Runde von The Fool. Wir sind hier zuletzt dabei gewesen, hier Schlösser zu organisieren und den Drachen reinzulegen. Und für irgendwas brauche ich einen Bohrer. Fragt mich nur nicht, wofür. Irgendeinen wichtigen Sinn hat die ganze Nummer doch. Ja, und hier fehlt natürlich mal wieder was. Na? Aha. Ja, dein Kürbis kommt, um dich zu helfen. Dir zu helfen. Bitteschön. Ja, nur dein Kürbis hat keine Ahnung, was er machen soll. Ich will wieder zurück. Okay. Die Statue des Magiers pulsiert immer noch mit magischer Energie der Magie. Ja, und ich versuche hier gerade kräftig zu tryharden, deshalb sage ich erstmal nichts. Das hilft mir alles nicht weiter. Irgendwas muss ich jetzt anzünden. Da muss man erstmal drauf kommen. Ach, der Blödsinn. Ja, ich erinnere mich. Das ist so ein nerviges Try and Error. Aus. Aus. An. Nee, aus, aus, an. Aus, an. Aus, an. An. Aus, an. Ich habe keine Ahnung. Dann halt so. Ach, das ist also ohnehin alles falsch. Jedenfalls aus an. Ja, da hätte ich ihn ausmachen sollen. Zack. Zack. Schritt für Schritt. Denke ich mir zumindest. Okay, das letzte dann wieder umdrehen. Das war das. Das, das, das. Und das. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig im Kopf. Na doch, das müsste jetzt hinkommen. Und mal schauen, was sich hier verbirgt. Wohl doch nicht. Dann halt der Vorletzte. So. Jetzt aber. Und ich hoffe, mein Ultra-Kurzzeitgedächtnis geht.
Jetzt aber. Okay. Na also, ich hab's geschafft. Bling, bling. Yep, hier muss ich irgendwas machen. Ich brauche auf jeden Fall etwas Explosives. Dynamit und Feuer würden für den Rest erledigen. Ja, aber das müssen wir uns natürlich erst einmal holen. Aha, irgend so ein pummeliges Ding, was hier Schlösser frisst. Ja, nee, ist klar. Jetzt mal im Ernst. Kutsche, Schachfigur, Bohnengesicht. Flasche mit Wein. Hä? Kommt schon. Wenn es so weitergeht, wird es doch nicht der letzte Part. Der dicke Schlösserfresser? Nein, den darf man nicht sammeln. Mhm. Krone. Na also. Ich wette, die Schachfigur ist mal wieder extrem schwer zu finden. Ist das keine Blume? Dynamit Croissant. Was kommt dabei raus, wenn man es verbindet? Ein explosives Croissant. Tödliche französische Kochkunst. Ich hoffe mal, dass wir das behalten. Ansonsten macht das alles keinen Sinn. Wo ist der Sattel? Und die Schachfigur? Bart. Hab ich schon. Sattel und Schachfigur. Ach, kannst du nicht einfach random irgendwas? Ich habe nämlich keine Ahnung, wo der Sattel ist. Da, wo ich ihn kaum wahrgenommen habe. Kann das da wirklich schon das Ende sein? Ups. Na? Willst du jetzt nicht weglaufen? Doch, er tut es. Oh nee, der ganze schöne Saal. Alles wird kaputt gemacht. Eye. The fool relived all the incredible dangers that he overcame during his path to the princess. And here she was, right before him. Aha.
The cage door creaked, and Catherine was freed. Our hero and the princess froze for a second, stretching their hands one to the other. One melting look, and then, suddenly, Catherine seized the fool by his ear and started scolding him for his trick with the tooth and for everything she had suffered because of it. Das ist niedlich. She was so angry that she decided to walk home by herself, leaving the fool staring after her. But true love always wins out. At least in fairy tales. Side by side, they joyfully walked and laughed together, and they lived happily ever after. Probably. Mit der Hälfte des Königreiches und mit dem entsprechenden Recht. Ach, so sahen sie inzwischen aus. Yep, unser Narr sieht deutlich besser aus. Und mit dem Reichtum, den sie dadurch bekommen haben. Hätte ich wahrscheinlich das Schloss des Drachen für mich klar gemacht. Zumindest sah sie deutlich pompöser und großflächiger aus als die vom König. Naja, wie dem auch sei. Das war dann das Finale. Und Gott sei Dank war das keine Sammleredition, weswegen ich mir jetzt keinen weiteren Teil antun muss. Na jedenfalls, ich hätte die Drachenburg wieder heil gemacht und da rein. Na wie auch immer. Das Gefolge sehen wir uns noch kurz an und dann ist Feierabend. Vielen Dank an euch für eure Arbeit. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es war mal was anderes. Okay. Na denn, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Das war's dann jetzt mit The Fool. Vielleicht irgendwann werde ich mal wieder ein anderes Wimmelbild starten. Wer weiß. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.